Moin und hallo Leute, willkommen bei Sex Games and Rock'n'Roll. Ich bin unterwegs in meinem Atlas IAS in einem Bild, den Necroco mir empfohlen hat, nämlich zwei Medium Laser, zwei Large Pulse Laser sowie eine AC-20. Dem Ganzen bin ich nachgekommen. Es hat gereicht für 5 Tonnen Munition für die AC-20 sowie noch ein AMS. Fast volle Panzerung, glaube ich. Ich glaube, pro Bein fehlen 3 Punkte, das war's. Ansonsten ist die Kiste halt einfach wirklich mit fetten Platten umgeben. Das ist ziemlich nice. Und die Hitzeeffizienz, ja, wird sich mal zeigen, wie sich das Ganze so verhält. Aber der Schadens-, der Damage-Output, das Potenzial, das ist gigantisch. Ich habe die Laser alle auf einer Waffengruppe gelassen, weil da gibt es vorerst ja keine Hitzestrafe bei der Kombination. Und die sind alle ungefähr auf derselben Reichweite. Die Medium-Laser mit optimal 270, die Large-Pulse-Laser mit optimal 300. Das ist doch schon jetzt ein nicht so krasser Unterschied. Ach, ich hoffe mal, der Kollege da hinten kommt gut klar. Da scheint aber wohl zu viel zu sein für ein Zikad, ein Hunchback und ein Cataphract oder so läuft da hinten rum. Bleibt abzuwarten. Ah, der Rest meiner Lanze begibt sich. Ach hey, ein DDC, dem klemme ich mich doch erstmal an den Hintern. New target acquired. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich den wohl treffe mit der neuen Fluggeschwindigkeit. Oh yeah, Treffer MCT, aber so quasi gar keinen Schaden. Ist auch kein Wunder wegen der Distanz. Genau deshalb sollte man nicht, ich wiederhole, nicht mit der AC-20 snipen, weil da einfach kein Damage rumkommt. Ich glaube, das Rudel stürzt sich jetzt generell erstmal gleich auf den dicken Atlas da vorne. Da mache ich doch mal mit. Schön in Nahkampfreichweite gehen. Oh, da hinten ist ein Jagermech, der ein bisschen mit dem Snipen am Start ist. Wie es scheint, was hat er dann verbaut? Jo, Sniper ordentlich Dacker-Bild hat er verbaut. Wieder aber gerade von den Scouts auseinandergeschraubt. Ein Spider und ein Spider. Yeah. So, ich bin auf jeden Fall mal gespannt jetzt gleich, wie sich der Bild so schlägt. Ich bin jetzt halbwegs in der Reichweite, wo ich auch mal ein bisschen draufhalten kann. Rams. Yes, sir. Und nochmal. Boom. Ui, die Hitze geht aber ganz gut hoch. Ich gehe erstmal auf Chainfire für meine Energiewaffen. Ach, Kiekes. Da fällt das dann schon wieder doch ein bisschen mehr auf. Man muss ein klein wenig mehr gucken. Komm. Rums, jawohl, das war's. Jetzt bringe ich mich erstmal ein bisschen in Sicherheit. New target acquired. Die Hitze muss erstmal wieder ein bisschen runterkühlen. Ich habe das Gefühl, dass ein paar Heatsinks weg sind. Vorhin New auf den Testing Grounds, acquired. Da war es nicht ganz so arg schlimm. Und da war ich auch auf einer, oh schade, relativ warmen Map. Der liegt jetzt erstmal ordentlich im Dreck. Wie sieht denn das Killverhältnis aus? 4 von denen weg, der Rest von uns lebt noch. Geiler wäre jetzt dann doch tatsächlich wohl eine Ice Map gewesen, damit ich hier mal richtig das Holz auseinanderschrauben kann. Aber nützt ja nichts. Wollen wir das Beste draus machen aus dem, was wir hier so haben. Boom. Bitch. Yay. Na, etwas besseres Aiming könnte man mir noch wünschen. Oh, fast hätte ich jetzt abgedrückt und hätte, glaube ich, erstmal instant einen Shutdown an den Start gebracht. Und wende dich, du dicker, fetter Atlas. Wow. Da ist das Gerugel wieder groß und dazu noch das ganze Cockpit-Geschecke von den ollen Missiles. Ey, das hat er aber wirklich schon gar nicht mal so schlecht gemacht in seinem Bild. Boom. Sir. Und jetzt verrecke. Bam. Yay. Nice. Da kommt aber direkt schon der nächste angelaufen. Ey, das ist hier doch aber kein Atlas-Tontaum schießen, Leute. Was habe ich hier als Support? Oh, ich verliere gleich einen Arm. Zikada, das war's. Und Spider. Ha! Ich könnte mir mehr wünschen. Ich begebe mich mal ein bisschen in eine relativ sichere Position. Aber nützt ja nichts. Oh, Alter, ich verliere gleich die Hälfte meiner Bewaffnung. Egal, dann alphern wir jetzt erstmal eine Runde. Ah, der liegt gleich im Dreck. Oh oh. AC-20 ist hinüber. Ich habe noch meine Laser. Schieß. Ach, der liegt im Staub, verdammt. Dafür habe ich meine AC-20 geopfert. Oh, und sehr viel meiner Panzerung. Unfassbar viel meiner Panzerung. Aber das wird auf jeden Fall ein Win für unser Team. Ah, eine Eismap wäre echt cooler. Oder besseres Hitzemanagement. Help me, FFS. Fuck yeah. Sowas finde ich auch immer geil. Wobei, der ist ja relativ schnell zu finden. Aber wenn Leute sagen, ey, links ist noch einer. Oder guck mal hinter mir. Bla bla bla, Hilfe, whatever. Und die Leute gehen halt einfach davon aus, dass man wirklich weiß, wo die sich gerade befinden.
Ich dachte, wir hätten Sigma. Ach, Mann. Ach, nee, egal. Nee, ich bin der Langsamste hier mitunter. Ich werde jetzt nicht extra darüber laden, um Sigma einzunehmen. Es müsste hier am besten irgendjemand anders mal ein klein bisschen tanken, die Aufmerksamkeit von dem Jagermech auf sich ziehen. Damit ich mich auch mal ein bisschen näher ranbringen kann, um meine schöne Energiebewaffnung zum Spielen zu bringen. Vielleicht mit etwas besserem Aiming noch. Ja, das... Oh, fuck yeah! Etwas besseres Aiming, scheiße Mann, das war Killer. Und der Orion liegt jetzt gleich im Dreck. Oh, fast über jetzt. Jetzt hat sich jemand anders hingeschnappt. Scheiße. Ach, der hat ein XL. Verdammt, ich hätte auch mal auf die Seite ziehen sollen. Grrr. Naja Leute, ich bedanke mich fett fürs Zugucken. Dem Bild werdet ihr wie immer als Smurfing-Link in der Videobeschreibung finden. Denkt dran, ladet euch Razer Comms runter. Der Download-Link ist in der Videobeschreibung. Also für so ein ersten paar Tests, für den ersten Test. Paar Kills, Bücken Damage Komponente, das passt alles, sieht wunderbar gut aus. Ja, und tretet bei Sex Games and Rock'n'Roll, tretet bei Razer Comms der Gruppe Sex Games and Rock'n'Roll bei, verdammt nochmal. Leute, traumhaftes Wochenende, haut weg bis die Tage.